Hallo Welt da draußen, ich genieße die Sonne gerade, schön im Frühlingswind, wie lange er auch immer halten mag. Und ich wollte euch ganz kurz nochmal was spiegeln, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht. Na, ein paar Meter gehe ich mit euch. Ich höre immer wieder in der ganzen Diskussion, du musst solidarisch sein. Du musst Respekt zeigen den anderen gegenüber. Und genau deshalb musst du ja auch deine Maske tragen. Habe ich letztens gesagt, ja, ich trage die Maske aus Respekt, aus Achtung vor den anderen. Und dann natürlich das übliche, ja, Superspreader und so weiter und so fort. Ich will das Thema gar nicht wieder aufbringen. Das haben wir oft genug besprochen. Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt eingehen. Ich habe letztens das Thema aufgegriffen, ist es ethisch, Leuten Angst zu machen, wie die Gegenseite das tut? Eigentlich sollte man keine Furcht und Panik verursachen, um damit seine Ziele zu erreichen. Wir dürfen aber die Wahrheit sprechen. Das ist eine andere Geschichte. Die Wahrheit sprechen und wenn die Angst macht, das dürfen wir. Das ist, denke ich, vertretbar. Und wir müssen diesen Solidaritätsschwaf noch mal eins sagen. Du sagst, ich bin unsolidarisch, weil ich die Maske nicht trage. Dann muss derjenige sich aber auch ein paar Fragen anhören, die vielleicht auch mit den einen oder anderen, der nebenbei steht, zum Nachdenken bringen. Was ist mit 30 Millionen toten Kindern durch unterbrochene Lieferketten? Die soll es ja angeblich geben, laut Presse. Was ist mit Leuten, die in Altenheimen dahin vegetieren und sterben? Ich kann euch aus mehreren Fällen sagen, hast du jemanden im Altenheim oder im Krankenhaus, du kommst da nicht rein. Kannst vergessen. Vielleicht mit einem negativen Test, das ist wieder eine Frage, ob du das möchtest. Ja, wie viel Angst du vor dem Test hast. Aber du kommst da nicht so einfach rein, das läuft so nicht. Ich kenne es von mehreren Fällen. Die Leute vegetieren da allein vor sich hin und die sterben auch allein. Was mit den Leuten? Was mit unseren Kindern, die immer mehr psychische Auffälligkeiten haben? Und die wirklich leiden? Was ist mit Selbstmordraten, die jetzt laut Presse angeblich sich erhöht haben, wenn man mal ein bisschen wühlt? Man kriegt es ja nicht offen auf den Teller. Was ist mit erhöhten Selbstmordraten? Was mit den ganzen zerstörten Existenzen, den Lebensträumen, den Familienunternehmen, die vielleicht 100 Jahre existiert haben oder länger? Was mit denen? Und was mit den armen Ländern, die den guten Menschen immer so wichtig sind, die jetzt der wenigen Entwicklungsmöglichkeiten beraubt werden, weil sie wirtschaftlich runtergefahren werden und in ihrem fragilen Zustand in ihrer Wirtschaft nochmal zusätzlich zerstört werden. Das wiederum nochmal Hunger auslösen dürfte und Tote. Was ist mit all den Leuten? Was ist mit all den Kollateralschäden, die wir haben, wo man so gerne wegguckt, die nicht so gerne thematisiert werden? Was ist mit denen? Und sind die Kollateralschäden vielleicht viel höher? Überlegen wir mal ganz kurz, wie viele Tote durch Covid da sind. Und dann nehmen wir mal nur die Zahl. Ich bin kein Freund von solchen Prognosen. Ja? Ob das wirklich stimmt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber mal diese Zahl, 30 Millionen tote Kinder gegenüber den Covid-Toten weltweit. Und du willst mir was von Solidarität erzählen? Das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht. Und ihr solltet das auch nicht.